Ich bin so aufgeregt, dass ich diese freie Kreuzfahrt gewonnen habe. Und eine Woche mit einem super Baby wie dir. Oh, das muss aber ein Fehler im Prospekttext gewesen sein. Das war nie Teil der Abmachung. Aber ich dachte, du weißt schon, deine Kajüte, eine Woche lang. Aber ich habe den Wettbewerb gewonnen. Fair und, naja, jedenfalls habe ich gewonnen. Ja, ich weiß. Naja, der Teil mit der Kreuzfahrt ist kein Problem. Ich bin sicher, deine Kabine ist auch nächste Woche noch hochbelebt. Aber... Und ich weiß, der Gewinner soll eigentlich eine Woche mit mir verbringen. Aber ich bin so gelangweilt. Was soll das heißen? Langeweile. Naja, das ist ein wenig schwer zu erklären. Langeweile die, Nomen feminin, Lustlosigkeit und Unzufriedenheit aufgrund mangelnden Interesses oder fehlender Beschäftigung. Mittelalterliche Textquellen siehe Langweilen. Zitate etwa von John Barth. Die Bediensteten bekämpften ihre Langeweile mit Glücksspiel und Tratsch über ihre Herrschaft. Wer zur Hölle war das denn? Keine Ahnung, aber ich höre ihn dauernd. Ja, aber wie kannst du denn jetzt die Regeln ändern? Ich dachte, ich hätte das Spiel gewonnen. Nachdem ich dich jetzt gesehen habe, Larry Laffer, verspüre ich plötzlich das Verlangen nach mehr. Außerdem sage ich immer, ein Mann sollte erst was geben, bevor er was bekommt. Also was erwarten Sie wirklich vom Leben, Captain? Ach, ich weiß nicht. Dieser Kreuzfahrtkram ist auch nicht mehr das, was er mal war. Früher gab es Glamour und Glitter, Jetset und Prominenz, Playboys und reichlich Sex. Und heute Patrick Lindner und die Jakobs. Patrick Lindner. Außerdem wollte ich nie Karriere auf See machen. Ich will zurück in meinen früheren Job. Ja? Captain eines Supertankers. Wirklich? Ja, ich würde alles tun, um mal wieder eine richtig gewaltige Masse unter mich zu kriegen. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich aus dem Job auf der Ambumsen Valdez gefeuert wurde. Nur weil wir zufällig ein bisschen auf Grund gelaufen sind. Als ob es meine Schuld wäre, dass Hazelton die Nacht lieber in meiner Kabine verbracht hat, als auf dieser zugigen alten Brücke. Wird es nicht langweilig, jede Woche mit einem anderen Mann zu verbringen? Seine Launen, seine Wünsche, seine Vorlieben und erogene Zonen zu erforschen? Herauszufinden, wie du ihm gefällig sein kannst? Vielleicht verstehe ich die Frage nicht richtig. Was genau willst du mir sagen? Also, was hältst du von einem Ründchen Ankerwerfen? Nur du und ich, Bug an Heck, Schlepper und Tanker. Mein Gott, Larry, du bist einfach jämmerlich. Wie bist du jemals am Liebesmeister 2000 vorbeigekommen? Mit Pfuschen? Soll das Nein heißen? Okay, auf Wiedersehen. Mir fällt gerade ein, ich bin ja verabredet. Tschüss. Ja, sicher. Wir sehen uns dann. Okay, Larry hat mal wieder verschissen. Wie immer. Gehen wir mal zurück ins Restaurant. Da, genau. Da müssen wir mal da hinten durch die Tür. Was ist denn 9? Ich kann es mal schnell nachschauen. Sapirus, weißt du das noch? Das wäre ganz cool. Das ist Schokolade. Kann man sich auch denken. Yes. Faszinierend, was man mit Druck von Ach klar, alles machen kann. Wir waren hier auch drin. In dem Raum. Stimmt. In einer der letzten Folgen. Da war doch der. Ja. Bist du nackig auf dem Elch rumstolziert? Dieser Schleckwettbewerb. Wohin hab ich das? Nur den Zettel, den nehmen wir noch mit. Klickt. Gehen wir nochmal ins Restaurant. Tasche, den Zettel, den wollte ich mir nämlich noch angucken. Ich glaube, das ist dieser hier, ne? Lebensversicherungspolice. Diese Lebensversicherungspolice in Höhe von 1 Milliarde Dollar ist ausgeschrieben auf Aristoteles K. Ambumsen. Als Begünstigte wird Annette B. Ambumsen angegeben. Die Police verströmt einen äußerst schwachen Duft. Genau, das ist die Lebensversicherung, die ist für die Frau Ambumsen. Gehen wir beim Börser eben vorbei. Den müssen wir auch nochmal plaudern. Über die gute Dame. Ich habe Interesse an Ambumsen. Oh, da bin ich ganz Ihr Mann.
Nein, ich meine, ich suche nach einem Passagier namens Ambumsen. Schade. Ich gebe prinzipiell keine Informationen an die Öffentlichkeit. Auch nicht solche, die Ambumsen angehen. Ja, schade. Okay, bis zum nächsten Mal. Und was meinen Sie damit? Dann lassen wir uns mal mit dem Telefon verbinden. Frau Ambumsen, bitte. Herr Purser, Sie wünschen. Ja, können Sie mich zur Ambumsen-Kabine durchstellen? Verbinde. Hallo? Hallo? Sind Sie Ambumsen? Waren wir. Jedenfalls so lange, bis das verdammte Telefon geklingelt hat. Gott, ist das flach. Okay. Müssen wir nochmal mit dem... Herr... Ist schlimm, oder? Ja, so ein bisschen wohl. Die weißen Freizonen sind nur zum... Nee, ich glaube, der Humor ist wahrscheinlich genauso mies. Sorge über die Belastungen ich glaube nicht mal, dass es an der deutschen Synchro liegt. Können Sie mir sagen, ob es noch gedeckt ist? Natürlich. Warten Sie hier, ich bin gleich zurück. Mit diesem Telefon pariert Peter Purser Anrufe wichtiger Personen und löst Probleme beunruhigter Passagiere. Na, können wir uns das nicht ansehen? Doch, da, den roten Knopf. Den müssen wir mal eben drücken. Gute Idee. Go Oil? Eine tolle Hilfe, wirklich. Was steht denn darunter zu verstehen? Larry, das Telefon steht verkehrt herum. Und was willst du mir damit sagen? Das ist die 71009. Die Ambumsen-Telefonnummer lautet 71009. Das war mir klar. Die 7 steht für eine Kabine auf diesem Schiff. 1009 ist die Zimmernummer. Ach so. Ja, okay. Das könnte hilfreich sein. In der Tat. Da müssen wir nämlich jetzt auch mal vorbeigehen. Die müsste auch irgendwo hier eingezeichnet sein, die Kabine jetzt. Ich würde mir keine Sorgen machen. Es scheint so, als hätte Captain Thai ihr Konto geplagt. Danke sehr, Süßer. Sweet des Besitzers? Nee. Ich muss nochmal eben raus. Nochmal wieder auf die Karte. Kabine 0. Komisch, komisch. Aha. Auch nicht. Irgendwo muss die 7110 sein. Ja, die müsste da unten irgendwo sein. Wenn, dann hier unten. Die müsste eigentlich eingezeichnet sein, deswegen wundert... Oder ist das diese hier? Will doch mal. Was genau müssen wir jetzt überhaupt noch machen? Ja, wir müssen das Spiel hier zu Ende bringen. Wir müssen die Kapitänin, glaube ich, noch rumkriegen. Beziehungsweise diese Aufgabe von der Frau Ambumsen, die da mit dem alten Mackerchen zusammen ist. Das müssen wir noch hinkriegen. Die will ja, dass Larry den alten Sack umbringt. Genau. Genau, hier ist, müsste das alte stoffbedecktes Ding sein oder sowas. Großes stoffbedecktes Ding. Fühlen. Gucken wir mal. Fühlt sich an wie ein Bett. Ja. Es riecht ganz schwach nach Gardenien. Mit einem Hauch Rosenwasser und Intrige. Okay, Baby. Das ist es. Larry, was tust du da? Du solltest ihn noch nicht umbringen. Ich dachte, du wärst...
Ruhig im Bettchen nebenan. Ja, langsam wird mir alles klar. Ein Herzschlag, keine Beweise, sehr sauber. Aber jetzt hab ich den schwarzen Peter. Meine Herren, der alte Bursche hat aber einen gesunden Schlaf. Hey, vielleicht sollten wir lieber in dein Zimmer gehen und dem alten Herrn seinen Schönheitsschlaf lassen. Oh, ich glaube, du willst genau hier sein. Oh nein, sie glaubt, ich sei vom anderen Ufer. Nein, nein, also so ist das überhaupt nicht. Hör auf, hier den Blödmann zu spielen, Kumpel. Du hast das doch die ganze Zeit geplant. Aber wann fällt denn nun der Hammer? Was hat er vor? Annette, du denkst doch nicht etwa, ich sei vom anderen Ufer. Oh doch, genau das denke ich. Du kaltblütiger Bastard, ich schätze, wir müssen es auf deine Weise spielen. Lass uns erst mal den Kram hier loswerden. Hey, meine Klamotten! Will er etwa das Beweismittel rumliegen? Ich glaube, du gehst jetzt besser, bevor du mir noch mehr hilfst. Ach zum Teufel, jetzt ist es mir schon egal. Sollen sie doch kommen. Schaut's euch an, starrt ruhig her, guckt so viel ihr wollt. Zwei für den Preis von einem. Mami, warum trägt der lustige Onkel da eine Windel? Und wieder ein neues Wallpaper. So. Super. Aber wir sind noch nicht fertig mit der guten Dame. Wir müssen uns nochmal mit ihr unterhalten. Klingeln wir mal an. Ja? Oh, du bist es. Igitt. Es ist schön, dich wiederzusehen. Nun gut, ich fragte mich gerade, ob es nicht einen Weg gibt, dich ins Bett zu kriegen. Ob wir nicht ein bisschen plaudern könnten. Ich weiß nicht, worüber wir beide zu sprechen hätten. Erstmal müssen wir das Tranchiermesser mit ihr benutzen. Annette, ich habe ein Messer. Oh. Warte, komm zurück. Ich wollte dich nicht erschrecken. Was hat sie nur geglaubt, was ich mit dem Messer anstelle? Da gab es Pumpe für? So, nochmal drücken. Da gibt es Punkte für. Verstehe ich jetzt auch nicht. Okay. Wo soll er jetzt der tiefere Sinn? Oh, du schon. Keine Ahnung. Hör auf mich an. Dann hast du einmal schön erschreckt. Ja, mich gibt's immer noch. Aber. Ja, und ich bin immer noch geil. Also, Baby, was ist dein Lieblingssymbol? Das Achteck. Hä? So wie bei einem Stoppzeichen. Weißt du, wegen der anderen Nacht, ich wollte bloß dich davon überzeugen, dass ich nicht lesbisch bin. Körperlich. Siehst du, du hast getan, was du tun musstest. Aber ich will nicht mehr darüber sprechen, okay? Aber ich... Also gut. Ich habe deinen alten Freund länger nicht gesehen. Alles in Ordnung mit ihm? Ja, alles bestens. Jetzt kommt's. Ich hoffe, er macht ein schönes Nickerchen. Gott, ist das ein Astralkörper, oder was? Oh ja, der hat sich's gemütlich gemacht. Also... Ist es Erpressung? So, und jetzt müssen wir nochmal die Versicherungspolice mit ihr benutzen. Ich habe etwas, von dem ich glaube, dass es dich interessieren könnte. Oh, die verdammte Versicherungspolice. Das wird mich jetzt einige Zeit kosten. Wie? Ach ja, ich denke, die gehört mir. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Ich dachte, also, finde ich jetzt du, diesen ganzen Nebenplot da relativ, wirklich so reingequetscht. Also das kann ich jetzt momentan so gar nicht einordnen. Dankeschön fällig, oder? Sowas ähnliches wie Sex? Oh, ich glaube, ich besitze nichts, was du haben möchtest.
Im Gegenteil. Du hast eine Menge von dem, was ich habe. Ich habe auch niemals so weit gespielt und irgendwie wirkt es jetzt ein bisschen bloß wieder loswerden. So als wenn es da eigentlich nur in mich reingehören sollte. Was dagegen, dass ich reinkomme? In dein Gewölbe? Also gut, Larry, ich weiß, was du willst. Ja, zumal ja das eigentliche Spiel, also dieses TLP-Match zu gewinnen und die restliche Kreuzfahrt auf dem Kapitän zu verbringen, ist ja eigentlich schon gewonnen. Aber jetzt geht es ja im Prinzip noch ein bisschen weiter. Ne? Du kannst vielleicht haben sie einfach gemerkt, oh Kacke, das Spiel ist zu kurz, wir müssen noch irgendwas reinquetschen. Vielleicht, aber das Spiel ist ja eigentlich schon relativ lang. Um dieses Küken ins Bett zu kriegen, muss ein Typ eigentlich erst durch einen Reifenstapel springen. Okay, Larry. Ich habe leider nicht allzu viel Bargeld. Aber es ist auf alle Fälle mehr, als du verdienst. Und jetzt schieß in den Wind. Verschwinde! Was ist das? 500 Millionen Aktie. Aber ich wollte mit ihr ins Bett! 500 Millionen Aktie. So, hier versteckt sich noch ein kleines Easter Egg. Das können wir nochmal machen. Das ist, glaube ich, auch das letzte. Was wäre denn passiert? Reißverschluss. Habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt. Öffnen. Hallo Leute, ja, zum dritten Mal melde ich mich jetzt zurück. Also wir können das siebte Easter Egg leider nicht für euch zeigen, weil das Spiel immer abstürzt. Also tut mir leid. Naja. Wo wäre es denn gewesen? Hier vorne in dem Reißverschluss, den hätte man öffnen müssen, dann wäre das letzte Easter Egg gekommen. Ich gehe jetzt aber mal schnell raus aus dem Bild, weil ich habe Angst, dass das Spiel wieder abstürzt, ehrlich gesagt. Naja. In der Spielhilfe? Ne, wir hätten den Reißverschluss geöffnet und dann wäre irgendwie was passiert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe selbst auch noch nicht gesehen. Weil es immer wieder abstürzt. Es stürzt immer wieder ab, richtig. Naja. Aber wir sind kurz vor Ende. Wir sind kurz vorm Ende. Was wir jetzt noch eben machen wollten, den letzten Dildo holen. Also wir haben ja 31 von 32 Stück. Und ich zeige euch jetzt mal fix, wo der versteckt ist. Und zwar... in der Spielhilfe. Die sind also verantwortlich für die schlechten Witze. Ja. Moment. Hilfe. Über. Da. Da ist der letzte. Okay, da hätte ich nie vermutet. Da ist das ganze Team übrigens nochmal mit Namen, also Soundeffekte. Gehen wir alle eben durch, dann könnt ihr mal eben lesen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da ist Hello. So. Die sind verantwortlich für die schlechten Witze. Und da ist unser letzter Freund, den nehmen wir auch mit. Yeah, baby! Geflüchtet. Yeah. 32 von 32 Stück. Und wir haben ein neues Wallpaper. So, zurück. Fragt sich deine Frau eigentlich nicht im Nebenzimmer die ganze Zeit, was du von Dildos erzählst? Hey, ja, wir suchen jetzt hier Dildos. Die fragt sich wahrscheinlich auch, was zur Hölle spielt der denn da? Mit, was, mit wem was? Hängt der da ab? Was sind denn das für Menschen? Das fragt die sich sowieso schon. Und die ist gar nicht mehr hier unten, die ist schon nach oben gegangen, pennen. Ja, und das nimmt man dann noch auf und belästigen andere. Die hört gar nicht, was wir hier quatschen. Aber Leute, wollen wir es zu Ende bringen? Das wenn, die Tag, wenn du plötzlich nicht mehr online bist, wissen wir definitiv, deine Frau hat dir den Umgang mit uns verboten. Ja, den Laptop verbrannt. Und das wahrscheinlich gar nicht mal zu Unrecht. Naja, was wollen wir machen? Oh, Zapirus klingt begeistert. Ach ja, irgendein Hobby muss ich ja haben. Ne? Ich könnte auch mich in den Keller setzen mit einer Schaffnermütze und einer Eisenbahn im Kreis fahren lassen, aber da bin ich nicht der Typ für. Deswegen spiele ich lieber. Stattdessen spielen wir Computerspiele, genau. Und Cartoon-Mädchen nackig ausziehen und Dildos suchen. Genau. Das ist viel besser. Ja. Das ist viel besser. Das ist viel besser, genau. Ja, wenigstens muss ich dabei keine Schaffnermütze tragen.
Wollen wir es zu Ende bringen, Leute, das große Finale? Ja, ja. Jo. Dann gehen wir jetzt zur Kapitänskajüte. Oh ja, wann ist er denn endlich fertig hier? Ich bin wieder da. Verzeih mir, dass ich meine Begeisterung gerade heute nicht so zeigen kann. Klar, ich bin doch auch aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, dass ich diese freie Kreuzfahrt gewonnen habe und eine Woche mit einem super Baby wie dir. Oh, das muss aber ein Fehler im Prospekttext gewesen sein. Das war nie Teil der Abmachung. Aber ich dachte, du weißt schon, deine Kajüte, eine Woche lang. Aber ich habe den Wettbewerb gewonnen. Fair und, naja, jedenfalls habe ich gewonnen. Ja, ich weiß. Naja, der Teil mit der Kreuzfahrt ist kein Problem. Ich bin sicher, deine Kabine ist auch nächste Woche noch nicht belegt. Aber... Und ich weiß, der Gewinner soll eigentlich eine Woche mit mir verbringen. Aber ich bin so gelangweilt. Was soll das heißen? Langeweile. Naja, das ist ein wenig schwer zu erklären. Langeweile die, Nomen feminin, Lustlosigkeit und Unzufriedenheit aufgrund mangelnden Interesses oder fehlender Beschäftigung. Mittelalterliche Textquellen siehe langweilen. Zitate etwa von John Barth. Die Bediensteten bekämpften ihre Langeweile mit Glücksspiel und Tratsch über ihre Herrschaft. Wer zur Hölle war das denn? Keine Ahnung, aber ich höre ihn dauernd. Ja, aber wie kannst du denn jetzt die Regeln ändern? Ich dachte, ich hätte das Spiel gewonnen. Nachdem ich dich jetzt gesehen habe, Larry Laffer, verspüre ich plötzlich das Verlangen nach mehr. Außerdem sage ich immer, ein Mann sollte erst was geben, bevor er was bekommt. Also, was erwarten Sie wirklich vom Leben, Captain? Ach, ich weiß nicht. Dieser Kreuzfahrtkram ist auch nicht mehr das, was er mal war. Diese Konversation eben nochmal durchlaufen lassen. Ich weiß, ihr seht die jetzt zum zweiten Mal, aber vorhin ist er abgestürzt und deswegen mussten wir wieder einmal offscreen bis zu der Stelle spielen. Außerdem wollte ich nie Karriere auf See machen. Ich will zurück in meinen früheren Job. Ja? Captain eines Supertankers. Wirklich? Ja, ich würde alles tun, um mal wieder eine richtig gewaltige Masse unter mich zu kriegen. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich aus dem Job auf der Ambumsen Valdez gefeuert wurde. Nur weil wir zufällig ein bisschen auf Grund gelaufen sind. Als ob es meine Schuld wäre, dass Hazelton die Nacht lieber in meiner Kabine verbracht hat, als auf dieser zugigen alten Brücke. Wird es nicht langweilig, jede Woche mit einem anderen Mann zu verbringen? Seine Launen, seine Wünsche, seine Vorlieben und erogene Zonen zu erforschen? Herauszufinden, wie du ihm gefällig sein kannst? Vielleicht verstehe ich die Frage nicht richtig. Was genau willst du mir sagen? Also, was hältst du von einem Ründchen Anker werfen? Nur du und ich. Bug an Heck, Schlepper und Tanker. Mein Gott, Larry. Du bist einfach jämmerlich. Wie bist du jemals am Liebesmeister 2000 vorbeigekommen? Mit Pfuschen? Soll das Nein heißen? Okay, und jetzt geben wir ihr nochmal das Aktienzertifikat. Und dann ist wirklich zu Ende. Das war Larry 7. Du verschenkst jetzt deine 500 Milliarden Dollar Aktien? Vielleicht bin ich ja der Kerl, der deine Träume verwirklicht. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich wirklich. Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir erzählte, dass ich seit kurzem in bedeutender Position bei einer größeren Schifffahrtslinie arbeite? Ich würde sagen, dass wir beide träumen. Tja, hör auf zu träumen, Süße. Hier, ich hol mal was raus. Mein Gott, wie roh. Jo, ziemlich roh. Rohöltransporte. Also da soll mich doch der Klabautermann-Dings dahn. Heißt das, was ich vermute, dass es heißt, dass du... Dass ich der stolze neue Besitzer der Aktienmehrheit an Ambumsen Transport AG, ABT, bin. Ist ja nur das größte Rohöltransportunternehmen der Welt. Das ändert natürlich alles. Natürlich tut es das. Aber die weltweit größte Flotte von Supertankern zu dirigieren ist ja so anstrengend. Diese ewigen Umweltschützer, die Steuern, diese ständigen Tumulte, wenn irgendwelche Kapitäne wieder mal an größere Kontinente plauzen. Tumulte können sehr aufregend sein. Also ich suche im Moment jemanden, der die Position direkt unter mir einnimmt. Oh, Larry. Ich weiß ja Opern wirklich zu schätzen, aber würdest du dir was ausmachen, mal was von meiner Musik aufzulegen? Oh, Baby, du bist die Größte. Das ist die schönste Nacht meines Lebens. Leg diese Handschellen an, Leffer. Ich frage mich jetzt gerade, ob das eine Frauen- oder Männerfeindlicher war. Let's celebrate.
Schön, wie das Schiff so wegruckelt. Ja, das ruckelt echt ein bisschen. Aber wird ja auch mit Paddeln betrieben. Ja, was soll ich jetzt sagen? Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich auch bei meinen Kollegen hier, bei dem Ox, bei dem Sapirus und bei dem Monty. Wollt ihr noch was sagen? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich ehrlich gesagt auch. Gegen Ende hat es echt zäh gezogen, als gegen Ende echt gestreckt. Ja. Ist aber irrelevant, ich habe vor ein paar Jahren eben auch halbwegs intensiv gespielt, wegen dem Grafikstil, den ich mochte. Und es war ganz schön, es ist wirklich mal in einem Stück zu sehen. Kann ich auch sagen. Also doch, war auf jeden Fall wirklich ein schönes Session. Jetzt habe ich das Spiel auch mal komplett gesehen. Vorher kann ich auch immer nur die ersten paar Minuten bis ein, zwei Stunden und ist schon ganz gut, so dass man es mal gesehen hat. Und ich weiß, wo jetzt der letzte Dildo steckt. Ja. Unter dem Punkt Hilfe und dann über. Ja, das stimmt, da steckt da. Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz besonders bei Sapirus bedanken. Ohne dich hätte ich das Spiel gar nicht zum Laufen gekriegt. Trotz Original-CD, trotz den ganzen Scheiß. Also bei Defend, das hat schon einiges erstmal im Vorhinein schon an Arbeit gekostet, das Ding hier erstmal gescheit zum Laufen zu bringen. Ja, plus dann die Aufnahme, plus dann noch alles einzurichten, dass wir zusammen das machen könnten. Also wir haben das hier über so einen Livestream geregelt. Und ja, steckt schon Arbeit drin. Und die ganze Schneidarbeit, naja, da habe ich jetzt wahrscheinlich noch einiges vor mir. Achso, eine Frage habe ich noch. Was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn wir nicht alle Dildos gefunden hätten? Also was wäre dann für ein Ende gewesen? Das war jetzt das End, das... Das war, genau. Also... Das war leider das billige Ende. Wir hätten das gute Ende nur erhalten, wenn wir alle 32 plus die 7 Easter Eggs... Easter Eggs. So. Na, toll. Doof. Naja. Na. Ist leider ein bisschen... Weiß jemand, wie das volle Ende aussieht? Ich kann das nochmal versuchen, offscreen irgendwie hinzukriegen. Und ich werde das dann im Nachgang einfach hinten an diese... Ich lasse jetzt die Credits zu Ende durchlaufen. Und dann werde ich das Happy End, so nenne ich das mal, einfach hinten an diese Folge nochmal dranhängen. Ja, so werde ich das machen. Gut. Und dann werde ich noch eine Spezialfolge machen, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, mit Outtakes von den Kommentaren und den Wallpapern. Nochmal ein paar Minuten. Outtakes, damit, Kommentare? Muss das sein? Wenn ihr damit einverstanden seid. Ich glaube, das muss ich mir vorher erstmal anhören. Ja, okay. Ich dachte mal, wie schneiden die Outtakes alle schon da rein? Wie jetzt Outtakes, genau. Oh, da kommt noch was. Das ist übrigens die Vorschau auf den nächsten Teil, der nie erschienen ist. Der so nie erschienen ist. 98, naja. Ja, war wohl nix. Sie meinten vielleicht 2098. Ja, 989 von 1000 möglichen Punkten. Your anus. Ja, wo ist Dildo 32 von 32 gefunden? Ja, das war's. Ja. Ende. Tschüss. Ende. Schaut meine Sendung. Ja, meine sowieso. Und deabonniert Monty.